Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Morgenvideo auf meinem Kanal. Kein Mukbang, kein Nichts heute. Kann ich heute nämlich nicht drehen. Eigentlich drehe ich sonntags kein Mukbang oder irgendwie ein Zweitvideo, hat aber jetzt mega Lust. Mukbang kann ich heute nicht drehen, weil wir richtig gut gefrühstückt haben gerade. Denn mein Opa ist nämlich heute vor 9 Jahren gestorben. Und da gibt es halt immer ein riesengroßes Frühstück, war das jetzt irgendwie deutsch, auf jeden Fall mit Pfannkuchen, mit 20.000 Wurstsorten, Käsesorten und wir hatten wirklich gerade wie so ein Buffet in der Küche. Ich habe mich gerade so voll gegessen, dass ich glaube ich bis heute Abend 18 Uhr gar nichts mehr esse. Ich bin so voll gefressen. Genau, deswegen, ich kann absolut nichts mehr essen, sonst versuche ich immer irgendwie noch einen Joghurt zu essen oder sowas, damit ich noch irgendwie einen Mukbang drehen kann, aber heute no, alles unmöglich irgendwie. Meine Haare hier hinten gerade voll komisch. Ja, ich wollte euch gerne meine Haare zeigen. Und zwar ist das aktuell der dritte Tag bei mir ohne Trockenshampoo, ohne irgendwie was in meinen Haaren. Und ich bin eigentlich mega begeistert. Außer, dass ich so kleine Schüppchen habe. Gut, die sehen jetzt zwar nicht mehr ganz so frisch aus. Ich habe die, die sahen auch noch besser aus vorhin. Aber ich habe die halt mit Zahnbürste und ein bisschen Trockenshampoo halt so nach oben gemacht. Weil ich halt überall diese Babyhaare hatte, die mich übel gestört haben. Und so sieht das schon, finde ich, ein bisschen besser aus. Aber dafür, dass ich mir nicht 10 Kilo Trockenshampoo in die Haare gemacht habe, sieht das eigentlich ganz fresh aus. Also das Entfetten funktioniert super. Also wenn ich das am dritten Tag jetzt immer so habe, dann kann ich easy peasy, lemon squeezy, 3 Tage lang auch ohne Trockenshampoo klarkommen und könnte theoretisch noch auf den vierten Tag ziehen. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich das nicht mache. Also alle 3 Tage meine Haare waschen, finde ich schon... Ist okay und würde ich auch so machen. Jeder, der es länger macht, vollkommen in Ordnung. Aber ich finde irgendwie, man muss ja auch die Haare irgendwie waschen und die Kopfhaut. Da sammelt sich ja auch ganz schön viel Dreck und Schmodder und sowas an. Und das würde ich schon gerne dann am vierten Tag morgens wieder abwaschen. Also wenn meine Haare 3 Tage lang durchhalten, ohne dass ich sie waschen muss, dann bin ich vollkommen zufrieden und länger brauche ich auf gar keinen Fall. Es ging mir halt einfach nur darum, dass meine Haare mindestens 2 Tage lang gut aussehen. Weil Leute, wisst ihr, wie kacke das ist, wenn man irgendwo hingeht, irgendwo schläft oder sowas. Angenommen, keine Ahnung, bestes Beispiel zum Beispiel Silvester, Weihnachten. Irgendwo ist man bei der Familie, man schläft da und ja, man ist darauf angewiesen, dass man morgens seine Haare wäscht. Jo, könnte ich vielleicht mal kurz bei dir meine Haare waschen? Ich habe dieses Gefühl gehasst, Leute. Ich habe es gehasst, Mann. Nicht mal 2 Tage haben meine Haare durchgehalten. Okay, wenn man so kurze Haare hat, ist es selbstverständlich, dass man die wäscht, weil die wieder zu stylen, das kriegst du nicht hin. Bei kurzen Haaren, du musst jeden Morgen waschen. Also wenn man so kurze Haare hatte wie ich, weil die stehen hinten wirklich so krass ab. Okay, Pascal hat es auch nicht gemacht, der wäscht alle 2 Tage. Naja, egal. Jedenfalls bei kurzen Haaren musste ich es machen. Und jetzt bei langen Haaren habe ich mir, beziehungsweise mittleren Haaren, habe ich mir gedacht, nee, Alter, ganz ehrlich, dieses jeden Tag waschen, das ist scheiße. Und deine Haare werden immer früher und immer früher fettig. Also, wenn du morgens gewaschen hast, guckst du dann abends in den Spiegel und denkst dir, Alter, irgendwie fängt das jetzt schon an, fettig zu werden. Und jetzt halten meine Haare wenigstens 2 Tage lang durch und ich kann meine Haare 2 Tage hintereinander offen tragen. Und den dritten mache ich den dann zu. Und ich habe jetzt sogar so weit geschafft, wie gesagt, dass ich am dritten Tag sogar kein Trockenshampoo mehr brauche. Ja, ich schmink mich jetzt so ein kleines bisschen auf, wenn wir Sonntag haben. Ich habe hier eine also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt. Ich habe allgemein sehr trockene Lippen, aber hier, das tut richtig weh und ist auch so ein bisschen dick. Und ich kann auf der Seite mein Mund auch gar nicht so richtig aufmachen. Ich glaube, wir kennen alle dieses Scheißgefühl, wenn das so ein bisschen wehtut und so, ja, auf Spannung ist. Deswegen mache ich mir jetzt einmal hier diese Creme drauf. Die ist ja für Körper, komplette Pflege, Körper, Gesicht, alles. Kannst auch auf die Lippen schmieren. Macht überhaupt nichts. Und ich finde die richtig gut, weil die kühlt auch so schön. Schmieren wir das hier mal drauf. Oh, das war zu viel. So. Meine Eltern fahren gleich zum Friedhof. Ich darf leider nicht mit. Ich wäre sehr gerne mitgefahren. Aber bei uns ist das halt so, im Glaube, beziehungsweise ja, ich weiß auch nicht richtig, wo das herkommt. Ich habe ja gerade meine Tage und man darf mit seinen Tagen nicht auf den Friedhof. Das ist verboten bei uns. Und deswegen darf ich leider nicht mit und muss zu Hause bleiben. Genau, da ist meine Mama auch sehr, sehr streng. Wir haben vorhin auch so ein kleines Gläschen genommen. So ein Schottglas halt und haben da ein bisschen, ja, irgendwas an Alkohol reingemacht. Ich glaube, meine Mom, wir hatten jetzt gerade kein Wodka zu Hause, meine Mom hat da Martini reingemacht und oben ein bisschen, also ein Stück Brot drauf. Das macht man halt bei uns einfach. So wisst ihr, dass man so an diese Person an dem Tag, dass man dran denkt. Und Pfannkuchen ist immer ein Muss. An solchen Tagen Pfannkuchen ist ein Muss. Oh Mann, toll, jetzt habe ich hier überall Creme. Egal, schmier ich mir hier irgendwo hin.
Genau. Bam. So, Concealer ist auch fast leer. Habe ich vergessen, ins 9 zu holen. Oh, ich bin so faul, weil ich versuche irgendwie jetzt hier noch ein bisschen was rauszukriegen. Und mein Spiegel habe ich auch vergessen. Und das kann ja jetzt witzig werden. Egal, ich versuche einfach irgendwie schräg in die Kamera zu gucken. So. Ja, und hier so ein bisschen. Mein absoluter Lieblingsconcealer, Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer, liebe ich. Ich hänge hier übrigens noch mit Schlafklamotten. Ich muss mich gleich mal umziehen. Ich wollte gleich noch schnell losfahren. Wollte noch schnell zu Aldi. Brauchte dann nämlich noch ein paar Sachen. Und hab gedacht, ich drehe einfach die letzten 2 Minuten da von meinem Food Life Haul jetzt noch zu Ende. Ich war nämlich beim Marktkauf, aber zu wenig gedreht, beziehungsweise zu wenig eingekauft einfach. Und jetzt habe ich den einfach so stehen lassen. Wollte den aber gerne heute hochladen. Und ich versuche halt immer mindestens 10 Minuten hinzubekommen, weil wenn ich halt weniger wie 10 Minuten gemacht habe, gab es dann oft auch mal einen so kurz. Und ne, deswegen versuche ich halt immer irgendwie mindestens 10 Minuten hinzukriegen. Und oftmals kaufe ich auch so viel ein, dass es sogar mehr wie 10 Minuten ist. Aber dieses Mal habe ich gar nicht so viel gebraucht. Oder beziehungsweise ich war noch ein paar Mal öfter in einem Laden, aber habe irgendwie nicht gefilmt, habe ich ein bisschen verpeilt. Dass ich mir dann jetzt einfach gedacht habe, okay, ich muss eh Brötchen holen heute, ein bisschen Wasser holen. Haben wir nämlich alles nicht mehr zu Hause. Beziehungsweise ich habe richtig gepennt. Meine Mom war gestern einkaufen und hat gefragt, brauchst du Wasser? Habe ich gesagt, nee, ich glaube, bei der Abstellkammer ist noch was. Nee, war nichts mehr. Jetzt muss ich mir das halt alles selbst nochmal kaufen. Und meine Mom hat leider meinen Aufstrich vergessen. Ich habe sie gefragt, ob sie welche mitbringen kann. Hat sie vergessen, kann passieren. Deswegen hole ich den auch gleich noch. Genau. Vielen Dank für eure tollen Bücherempfehlungen. Ich habe mir das gestern durchgelesen. Ne? Und da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was auf meiner Liste jetzt stehen. Da freue ich mich sehr drüber. Oh, ich liebe es momentan zu lesen. Leute, ich war gestern, glaube ich, bis 22 Uhr wach. Hab gelesen, hab gestern über 200 Seiten gelesen. Okay, jetzt denken einige, oh, voll wenig, 200 Seiten. Für mich ist das mega, mega viel. Und ich finde halt einfach krass, krass. Ich war nie so eine Leseratte, nie, nie. Ich habe mir immer gewünscht, wo ich mir damals schon ja, in der ersten, zweiten Klasse die Mädchen angeguckt habe, die es geliebt haben zu lesen. Ich habe die nie verstanden. Ich habe immer versucht, ein Buch zu lesen. Aber irgendwie hat mich das nicht gefesselt. Es hat mich einfach nicht gefesselt. Es hat mich einfach nicht interessiert, ob die lesen. Also es hat mich schon interessiert, dass die lesen. Aber es hat mich, dieses Buch hat mich nicht interessiert. So die, das, worum es ging, über Einhörner und irgendwelche Mädchen, die im Sandkasten gespielt haben, hat mich halt einfach nicht interessiert. Und jetzt, wo ich so gesehen so ein bisschen älter geworden bin und halt angefangen habe, Romane zu lesen, es fesselt mich einfach so krass. Ich liebe gerade so spannende Bücher wie Kiss Me Once, was ich gerade lese. Oh mein Gott, man will einfach nicht aufhören. Man will einfach nicht aufhören zu lesen, weil man will einfach wissen, wie es weitergeht. Es ist nicht wie so beim Film, wo du einfach auf den Fernseher glotzen musst, ne? Und dann siehst du halt, wie es weitergeht. Aber da musst du musst lesen, damit du weißt, wie es weitergeht. Und das hilft mir auch enorm. Weil ich muss sagen, ich habe seit der ersten Klasse so eine nicht anerkannte, aber ich weiß es selber, ich habe so eine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich habe sehr, sehr große Probleme mit Mathe gehabt und mit der deutschen Sprache. Ich habe bis kurz vor Abschluss habe ich wirklich immer so gut wie eine 5 in Deutsch gehabt oder eine 4. Ich habe die Grammatik nicht verstanden. Ich habe oftmals Schwierigkeiten gehabt, irgendwie die Wörter richtig zu schreiben. Ich kann zwar sprechen, aber zu schreiben. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe oft das Problem, dass ich sogar vergesse, wie Wörter geschrieben werden. Wirklich die simplen Wörter, wirklich so richtig, richtig simple Wörter, die man halt im Alltag oft benutzt. Da denke ich mir manchmal, scheiße, wie wird denn das jetzt nochmal geschrieben? Mit einem N? Und 2 N und oder mit H ohne H. Und das lässt mich halt oft auch schon so ein bisschen verzweifeln. Und dadurch, dass ich jetzt aber lese, ja, peppe ich halt mein Gedächtnis ein kleines bisschen damit auf. So wisst ihr, ich merke mir die Wörter und ich nehme auch viel mehr Wörter in meinen Wortschatz mit rein. So wisst ihr, ich, ja, wie soll man dann sagen, ich lerne halt dazu durchs Lesen. So, jetzt habe ich hier so ein Problem, weil ich habe keinen Spiegel und den bräuchte ich jetzt eigentlich sehr dringend. Ich benutze hier gerade von Essence diesen Volume Booster Lash Primer. Den finde ich ganz gut, auch wenn er weiß ist. Wäre er schwarz gewesen, wäre es ein bisschen besser gewesen. Aber ja, ist jetzt halt so. Ich habe noch einen anderen von, ich glaube, Reval de Loup. Nein, Trend It Up war das, glaube ich. Trend It Up. Ich schau mal gleich. Ich sehe gar nichts. So. Der andere ist von
Turn-It Up, den hier. Den mag ich nicht so gerne, weil, das kann ich euch sogar zeigen, wenn man den aufmacht, schaut mal, wie viel Produkt der dann da drauf hat. Und das bleibt halt alles an deinen Wimpern kleben. So, das ist halt so richtig, weiß ich nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Es ist halt so richtig dick an der Spitze und das sieht dann so klumpig aus. Auch wenn da so ein paar Härchen mit bei ist, was ich wirklich sehr mag, hat, glaube ich, erstens nicht diese Härchen. Nee, höchstens mein eigenes, was da gerade hängt. Oder doch? Keine Ahnung, aber ich finde das von Essence halt ein bisschen besser. Ich habe mir auch letztens bei Catrice was Neues mitgenommen. Und zwar ist das so ein Lip Jam Hydrating Lip Gloss. Ich muss sagen, ich feiere den leider nicht so. Ich mag den Lipgloss von, also allgemein Lipgloss von Catrice eigentlich sehr gerne. Hier habe ich zum Beispiel noch den hier. Das ist der Better Than Fake Lips Volume Gloss. Lipgloss von Catrice, der ist wirklich sehr gut geschmeidig, weich, super, geht super über die Lippen, sehr angenehm. Ich trage den so gut wie jeden Tag, aber der ist wirklich beim Auftrag, da muss man wirklich aufpassen. Jetzt mal meine trockenen Lippen, die ich hier habe. Ich kann das mal kurz machen. So, das ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr feste Konsistenz. Und wenn ich den dann so auftrage, dann muss ich den tupfen. Ich kann nicht einfach so rübergehen wie bei normalen Lipgloss. Einfach aus dem Grund, weil der so, ja, fest ist, dass ich mir sehr schnell damit halt meine Lippe einreißen kann. Und das ist mir beim letzten Mal hier, kann man glaube ich noch sogar ein bisschen sehen, passiert. Ich bin einfach so hektisch gewesen und habe einfach so schnell gemacht. Und dabei habe ich mir die Mitte hier von der Lippe aufgerissen. Und das tat weh, Leute. Wenn ihr trockene Lippen habt, dann seid lieber bei dem Produkt vorsichtig oder greift da erst gar nicht zu. Es geht, wenn man es vorsichtig macht. Oben kann ich es machen, weil ich oben keine trockenen Lippen habe. Also oben ist halt bei mir nicht trocken, bei mir ist immer nur unten trocken. Und da muss ich halt immer vorsichtig sein. So. Und im Auftrag und allgemein auf den Lippen fühlt er sich auch sehr, sehr schwer an. Deswegen ist nicht so mein Favorite, würde ich mir jetzt auch nicht nachkaufen. Genau. Ich bräuchte jetzt mal ehrlich einen Spiegel, weil ich weiß nicht, wie ich das hier hinkriegen soll. Übrigens, es regnet ein bisschen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt irgendwie hier die unteren. Oh, ich habe doch gerade noch daran gedacht, Alina, wenn du anfängst zu filmen, nimm dir auf jeden Fall einen Spiegel. Habe ich es gemacht? Nö. Habe ich natürlich nicht gemacht. Wie immer. Ich glaube, man kann jetzt sehr gut den Regen hören. Ich glaube, ich muss aber gleich ganz dringend mal stoppen. Ah, oder? Hört es wieder auf? Weil es sonst hier reinregnet. Und nochmal mein Zimmer unter Wasser setzen, habe ich echt keinen Bock. Das ist mir heute Nacht nämlich schon passiert. Da bin ich zu spät aufgewacht und dann war mein ganzer Boden nass und ich musste den erstmal sauber machen. Ey, das regt mich jetzt gerade so auf, Leute. Sieht scheiße aus. Okay, ich muss mal eben das Fenster zumachen. Moment, Leute. Ja, jetzt wird man es wahrscheinlich sehr laut hören, wie der Regen klopft an meiner Scheibe hier. Alter, hagelt es. Ich glaube, es hagelt. Das hört sich an wie Hagel. Ja, jetzt benutze ich hier nochmal einen Blush. Und zwar den Maybelline Fit Me. Den mag ich sehr gerne. Ich habe hier einmal Blush Colorate. Achso, 50 Wine habe ich hier. Den mag ich sehr gerne. Und ich benutze ja kein Contouring mehr. Ich weiß nicht wieso, aber ich mache das seit meinem Teenageralter irgendwie voll gerne, dass ich mir einfach 10 Kilo Blush raufhau. Und das reicht mir dann auch vollkommen aus. So, seht ihr? Das reicht hier vollkommen. Wisst ihr, was bei mir richtig scheiße ist, was ich sehr gerne anders machen würde? Ich würde so gerne einfach mal in meine Schminksammlung reingreifen und jeden Tag einen anderen Blush benutzen. Jeden Tag ein anderes Puder benutzen. Jeden Tag irgendeine andere Mascara benutzen. Aber Leute, ich bin irgendwie so eine Person. Ich besitze so viel Schminke mittlerweile, ja. So viel Schminke. Ich sortiere so gut wie jede Woche Schminke aus. Hab hier sogar schon ein bisschen was für meine Nichte. Leonie, falls du das hier siehst, ich habe Schminke für dich. Genau. Damit ich halt nicht im Übermaß habe. Aber Leute, ich kaufe und ich schwöre mir immer, ich werde es benutzen. Ich werde es aber erst benutzen, wenn das Produkt, was ich jetzt benutze, leer geht. Also ich werde höchstwahrscheinlich erst wieder einen neuen Blush benutzen, wenn der hier leer ist. So.
Und ich verspreche euch, ich schwöre euch, wenn ich endlich meinen Traum-Schminktisch habe, der besteht aus einer IKEA normalen Schreibtischplatte und zwar unten sind dann noch solche zwei Alex-Regale. So, das ist mein Traum-Schminktisch, so den man sich halt selbst so gesehen bastelt. Ich will unbedingt so einen Schminktisch haben mit diesen zwei Alex-Regalen. Oh mein Gott, das ist einfach, will ich haben. Und ich schwöre euch, wenn ich wieder mit Pascal zusammenziehe, das ist das Erste, was ich haben will. Scheiß drauf, dass wir erst ein Sofa, eine Küche, einen Kühlschrank oder weiß ich was ich nicht brauchen. Wir kaufen uns erst diesen Schminktisch. Das ist ein Traum von mir. Den wollte ich mir schon in einer anderen Wohnung erfüllen, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil ich hatte ziemlich viel Geld ausgegeben und am Ende hätte ich den verkaufen müssen. Deswegen... Oh mein Gott, ich liebe meine Wimpern. Ich liebe meine Wimpern. Danke, Jenny, dass du mir dieses Wimpernserum nochmal gezeigt hast. Beziehungsweise du mit deinen Wimpern so angegeben hast, dass ich es auch unbedingt wollte. Weil, holy moly, guacamole. Zieht euch das mal. Zieht euch mal diese Wimpern rein. Oh mein Gott. Diese Scheiße kostet zwar 30 Euro, aber es ist jeden Cent wert. Ja, meine Mascara ist nicht jeden Cent wert. Ehrlich nicht. Oh, Scheiße. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja. Mascara benutze ich immer noch, die von Manhattan Amazing Volume on Demon Mascara. Die mag ich sehr, sehr gerne. Bin aber froh, wenn sie endlich alle ist, weil ich gerne wieder die von Essence benutzen möchte. Die I Love Extreme Mascara ist das, glaube ich, in Blau. Ja, mag ich sehr gerne. So, ich wollte euch gerne noch mal das hier zeigen. Und zwar Lash Kokain, das ist einmal das hier. Das gebt ihr einfach jeden Abend auf eure Wimpern. Oben auf diesen Kranz, so. Sieht halt aus wie so ein Eyeliner. Einfach so, als würdet ihr einen Eyeliner ziehen, einfach drüber. Und Leute, ich habe jetzt damit angefangen am 7., 8. August, irgendwie so um den Dreh, kurz bevor wir wieder nach Hause gefahren sind vom Urlaub. Und jetzt bis zum heutigen Tag sehen meine Wimpern halt einfach so aus. Und man sieht richtig, dass sie lang geworden sind. Man sieht richtig, dass die richtig krass lang geworden sind. Und ich wette mit euch, es gibt zwar extra für Augenbrauen noch was, aber ich habe hier eine richtige Lücke bei meinen Augenbrauen gehabt. Hier irgendwo war die war richtig, richtig krass. Die habe ich auch damit wegbekommen. Auch wenn es dafür extra eigentlich was für Augenbrauen gibt. Aber das reicht auch. Ich wette, wenn ich mir das hier oben hinschmieren würde, würden mir da auch Haare wachsen. ja, Leute, wir sind fertig. Das war's hier. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Schminkvideo so ein bisschen gefallen. Ich bin endlich fertig. Jetzt kann ich mich wieder ins Bett legen und kann weiterlesen. Genau, ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Sonntag. Und heute Nachmittag gibt es, wenn ich es schaffe, ich hoffe es wirklich sehr, den Food Life Haul. Bis zum nächsten Video.